Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute Stadionvlog. Es ist ein Traditionsspiel der FC Bayern München gegen Köln. Wirklich. Die einen, für die ist eigentlich die Saison so gut wie vorbei. Sie sind einfach wahrscheinlich Zweiter, sind in den Champions League Platz drin. Ist für uns ein bisschen ungewohnt nach so vielen Meisterschaften in Folge. Dennoch muss es auch mal sein und wir müssen den Verdienst an Leverkusen anerkennen, dass sie einfach eine Mega-Saison gespielt haben und vielleicht sogar die beste Bundesliga-Saison aller Zeiten spielen. Und auf der anderen Seite haben wir Köln. Abstiegskampf pur. Köln gönne ich absolut nicht den Abstieg, weil ist eine geile Traditionsmannschaft. Und ich freue mich heute wirklich auf das Spiel. Sehr, sehr geil, auch wenn es für uns um nicht mehr viel geht. Trotzdem mega geil und wir müssen unsere Mannschaft trotzdem supporten. Denn den zweiten Platz wollen wir trotzdem haben. Was wichtig zu sagen ist, dass Nübel verlängert hat beim FC Bayern bis 2029. Ultra geiler Torwart, die Kicker berichtet vom größten Torwart die Deutschlands überhaupt. Denn er verlängert halt, wie gesagt, bis 2029 und wird 2 Jahre zum VfB Stuttgart ausgeliehen. Dabei hat er aber noch eine Ausstiegsklausel oder so eine Abbruchklausel, nennen wir es eher so, dass er ab dem zweiten Leihjahr jederzeit vom VfB gehen kann und Manuel Neuer beerben kann. Denn man hat es eingefügt, weil Manuel Neuer hat jetzt noch 1 Jahr Restvertrag, aber noch ein plus 1 im Vertrag sind. Sprich, das bedeutet, dass Manuel Neuer jederzeit verlängern noch mal 1 Jahr könnte. Und wenn er die Form hält, tut mir leid, an Nübel ist einfach Neuer der beste Keeper der Welt, obwohl es Nübel halt sehr, sehr gut macht. So, und mit dem hier fahren wir jetzt nach München und schaut mal, was ich immer im Kofferraum habe. So sieht immer mein Kofferraum auf. FC Bayern, Stadionjacke. 1 Schal, 2. Schal, 3. Schal, damit fahre ich immer rum, auch wenn es nicht Spieltage sind. Und normalerweise liegt da noch ein Trikot, das habe ich aber jetzt schon angezogen. Also ich habe immer so einen kleinen Bayern-Kleiderschrank im Auto, ist einfach wichtig und richtig. Und hier noch Münchner Wagen, sehr geil. Es muss schade, dass es nicht Bayern-Sponsor ist und auf geht's nach München. Packen wir's! Und wir sind angekommen an der Allianz Arena. Let's go, auf ein gutes Spiel. Pack mal. Zur Faktenlage zu dem Spiel Bayern gegen Köln kommen wir jetzt nun auch gleich. Und zwar sind die Bayern 19 Spiele am Stück gegen Köln ungeschlagen. Davon waren 17 Siege, 2 Unentschieden und ist damit die längste unangefochtene ungeschlagen Serie der aktuellen Bundesligamannschaften. Bayern-Köln ist also eigentlich immer eine klare Sache. Schauen wir mal, wie es heute ausgeht. Dann trifft heute noch die stärkste Bundesliga-Offensive mit 80 Toren gegen die schwächste Bundesliga-Offensive mit bei den Kölnern mit 23 Toren. Auch hier eigentlich eine ganz klare Sache. Wirklich, also es, nach allen Fakten ist es eigentlich heute sehr eindeutig, dass die Bayern gewinnen. Dennoch ist die Form der Bayern in der Bundesliga absolut nicht gut. Das müssen wir halt auch sagen. Und die Kölner müssen kämpfen. Für die geht es um viel mehr als für die Bayern. Was heute natürlich nicht so toll ist für die Bayern oder vielleicht für die einen anderen Fans würden sagen, ist es doch toll. Thomas Tuchel ist gesperrt für das Spiel, ist heute nicht auf der Trainerbank, der wird wahrscheinlich Löw, denke ich, sitzen und wird das Ganze managen. Ich bin mal gespannt, wie die Aufstellung sein wird, denn Leroy Sané fällt ja auch aus, den lässt man daheim, er ist leicht angeschlagen und möchte man schon für das Spiel gegen Arsenal, was ich wichtig und richtig finde, denn das ist das wichtigste Spiel für uns mit vielleicht in der Saison, danach sind wir, werden wir es packen im Champions League Halbfinale und ich denke, wir haben da sehr gute Chancen daheim gegen Arsenal. In London hat man ein bisschen Glück und auch ein bisschen Pech mit dem ja, mittelklassigen Schiedsrichter, würde ich mal sagen, aber heute muss auch Power gezeigt werden und damit wir eine Ansage machen können an Arsenal. Aber ich gehe jetzt da rein und melde mich dann von meinem Platz nochmal. Let's go! So, und wir sind im Stadion angekommen. Jetzt die Treppen hier runter, denn wir sitzen relativ weit unten. Und hier ist mein Platz. Schaut mal, wir sitzen hier direkt erste Reihe. Relativ nah. Ich hoffe, dass es vom Block her relativ in Ordnung kommt. Die ersten Bayern-Spieler machen sich auch schon mal Gedanken über den Rasen, gucken sich das an. Mathis Tell zum Beispiel steht jetzt da. Da laufen jetzt die Kölner Ultras hoch. So, die Aufstellungen sind raus, auch von den Bayern. Und überraschenderweise spielt Sven Ulreich. Ich habe nicht mitbekommen, dass Manuel Neuer ausfällt. Überrascht mich gerade sehr, weil er hat ja auch gegen Arsenal gespielt. Dann steht in der Abwehr Eric Dier und De Ligt in der IV. Das ist sehr gut, dass die zwei zusammenspielen. Dann haben wir Masraoui und Guerrero Davis, also nicht mehr auf Startelf. Pavlovic steht auf der 6 mit Joshua Kimmich. Mathis Tell, Thomas Müller und Kingsley Coman und Harry Kane. Also es ist eine ganz, ganz andere Aufstellung. Es wundert mich sehr. Ich habe jetzt nicht so viel Verletzte mitbekommen. Ich weiß, dass zum Beispiel Sané und so weiter ausfällt. Also da bin ich gerade ein bisschen schockiert. Das spielt kein Musiala und so weiter. Kimmich spielt nicht auf der Rechtsverteidigung, obwohl er es sehr gut gemacht hat. Und
Und jetzt kommen gerade die ersten Kölner raus, das hört man vielleicht. Da kommen die Kölner. Und ihr merkt schon, ich habe ein bisschen Fokusprobleme. Also ich sag schon mal gleich, ich entschuldige mich, soll es irgendwie ein bisschen mit den Aufnahmen ein bisschen Probleme geben. Durch das Netz habe ich ganze Zeit Fokusprobleme. Die Kamera fokussiert das hoffentlich sehr gut. Ich hoffe, dass ich es während des Spiels irgendwie hinbekomme. Es ärgert mich gerade ein bisschen sehr. Aber kriegen wir schon irgendwie hin. Da oben sieht man, dass die Kölner eine Choreografie planen oder einen großen Banner. Bin mal gespannt, wie das aussehen wird. Ich werde es hier unten leider nicht so gut sehen. Aber ich probiere es mal einzublenden dann. Aber es gibt nichts Schöneres wie unseren Südkurven-Banner da drüber. Ich finde, das kommt so flex über die Kurve. Ich wünsche mir dennoch über die Kurve bis oben hin alle Stehplätze, wie zum Beispiel in Frankfurt. Ich finde das ultra nice. Schade, dass wir das nicht haben. Und da kommt das. Sven Ulreich, unser Keeper für den heutigen Spieltag. Ich hau mal schnell meine Prediction raus. Ich denke, das Spiel wird heute 4-0 für uns ausgehen. Trotz, dass ich ein bisschen mit der Aufstellung überrascht bin, aber ich denke, das packen wir heute schon noch. Wir müssen uns zeigen, bevor Arsenal kommt. Deswegen packen wir es. 4-0 Bayern. Oben die Kölner jetzt langsam in volle Gange. Rein, Auswärtssieg, Auswärtssieg. Und jetzt sind die Kölner auf dem Spielfeld und machen sich schon mal warm. Und jetzt sind auch unsere Jungs auf dem Platz. Packt das! Fliegen einfach ganz Zeit die Bälle hier dagegen. Das ist halt immer so, wenn man so nah an der Nordkurve oder so ist, dass immer skippt ist. Muss man ein bisschen aufpassen, dass das Netz hier nicht guckt, wie weit es geht, wenn dein Gesicht fliegt. Also muss man sagen, es sind viele, sehr viele Kölner mit dabei und die machen auch gut Stimmung bis jetzt. Deswegen einfach wäre deutscher Meister FC Köln. Naja, ein bisschen weit sie sind auch von der Ferne. Und da ist auch Bernie gesichtet worden. Da mal die Aufstellung nochmal der Kölner, da ist die Ersatzbank. Also wie gesagt, ich werde probieren, hier alles gut aufzufangen vom Spiel, aber es bleibt natürlich schwierig, weil einfach immer wieder Fokusprobleme mit dem Netz habe. Das ist auch, by the way, Bernie, der feiert uns gerade richtig hart. Da klatscht er schon wieder. Auf, komm, Müller! Schade. Oh, stark! Ah, schade. Eine absolute Mega-Parade von Sven Ulreich, muss man einfach sagen. Richtig, richtig stark von ihm. Schnell, jawohl! Ja, schön! Jetzt, Schuss! Oh, schade! Schade, schade! Schön, Ole! Das gibt es doch nicht, Mann. Das gibt's nicht. Egal, weiter, 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 weiter. Stark. Das gibt's doch gar nicht. Es mangelt
wieder an Chancenverwertung. Es ist Wahnsinn. Wieder lassen wir so viele Chancen liegen, wie auch gegen Dortmund. Ey. Wahnsinn. Es sind noch 3 Minuten zu spielen, dann ist Halbzeit. Bis jetzt die Bayern schon klar besser, aber ich finde sie nicht brutal dominant. Köln kommt ab und zu mal wieder zu Torchancen und die Bayern halt die größeren Chancen, aber nutzen sie halt nicht, gerade vor allem Harry Kane. So, kurzes Fazit zur Pause. Wir sind klar im Rückkommen, wir sind das bessere Team, nutzen aber unsere Chancen einfach nicht und lassen zu viele Chancen bei Köln zu. Das muss man einfach sagen, Köln gibt viele Chancen, wir hätten auch 1-2 in Führung gehen können. Das darf so nicht sein, auch wenn wir unsere Spieler schonen müssen und nicht so Vollgas geben können. Trotzdem darf das nicht sein gegen einen, der so weit unten steht. Auch wenn er kämpfen muss, dürfen müssen wir klar dominant sein und ihn keine Chancen lassen. Wieder so Bundesliga-typisch für uns, aber egal, zweite Halbzeit gehört uns, zweite Halbzeit gewinnen wir, let's go! Den Kölnern ist Polizei drin, man sieht unter der Flagge, haben die wahrscheinlich sich verstecken wollen und für uns sind wollen, das hat die Polizei richtig gesehen und wollten wahrscheinlich die Kölner damit abfragen, jetzt sind da alles Polizei drin, ich vermute es mal. So, die zweite Halbzeit hat angefangen, schießen jetzt aufs andere Tor und jetzt hier, Sven Ulreich. Boah, da liegt jemand von uns drin, ich kann uns nicht erkennen, wer es sein soll. Da machen sie unsere Jungs fertig. Leimer, Davis, Chupo, Musiala, hier Bambi. Ich muss mich verbessern, es ist nicht Tell, es ist ein Coman und es steht gerade Musiala da, das heißt, es sieht nicht gut aus und Kingsley Coman. Ich denke, Musiala wird dann gleich reinkommen. Es wäre belastend, wenn der sich jetzt auch verletzt. Dasselbe Story dann wie mit Serge Gnabry. Ist eigentlich so jetzt fit und dann verletzt er sich wieder. Das wäre so bitter, Mann. Ja, Musiala wird kommen. Und zieht vielleicht um einen hier runter. Ist das bitter? Ich hoffe, es wird nichts Schlimmes. Boah, schön, Delicht. Aber was ist denn jetzt? Bis jetzt auf einmal gibt wieder Köln Chancen. Es ist die zweite in Folge jetzt. Es ist unfassbar. Es kann nicht sein. Let's go, Leiber, kommt jetzt und Rafa Guerrero wird auf jeden Fall runter.
zu spielen. Viel passiert hier aktuell nicht mehr. Die Bayern mit so Halbchancen. Köln kommt immer wieder ansatzweise, aber kommt dabei auch nicht mehr rum. Zweite Halbzeit ist jetzt nicht viel passiert, muss ich sagen. Da war in der ersten Halbzeit deutlich mehr los. Also ich weiß nicht, was Cooper schon wieder macht. Keine Ahnung. Gott sei Dank Sven Ulreich so gut gehoben. Sven Ulreich, so ein guter Ersatzkeeper. Wahnsinn. By the way, 5 Minuten Nachspielzeit. Ich weiß nicht, woher die 5 Minuten kommen, aber sie kommen. Müssen wir irgendwie noch schaffen zu verteidigen. Yes, Mann! 2-0! Hat sich gerade nicht mal angedeutet. Gerade mal Köln am Rücken, aber egal, 2-0! Thomas Müller, und den habe ich auf dem Rücken! Let's go, also! So, aus dem Stadion, jetzt draußen, Fazit zum Spiel. Ja, war ein durchwachsenes Spiel, würde ich sagen. Wir waren zwar schon dominant, aber es war jetzt auch nicht überragend. Es hat gepasst, dennoch gegen Köln. Ja, ich weiß nicht, war mir zu wenig ein bisschen. Es ist der Tabellen 17, der klar, für die geht es um was. Für uns geht es eigentlich quasi um nichts mehr, auch wenn wir noch Stand heute Meister werden könnten. Ich glaube, Stand morgen nicht mehr. Dennoch zufrieden können wir sein. Ja, das Spiel 2-0 gewonnen. Mit einem Kontertor kurz vor Schluss und ein Traumtor von Rafa Guerreiro. Müssen wir drüber reden. Ein absolutes Traumtor. Dennoch, die Kölner haben gut auch Support da gelassen. Haben ein gutes Spiel gemacht. Für Kölner Verhältnisse muss man auch Respekt ein bisschen zueinander Gegner. Und ja, wir sehen uns dann nächste Woche wieder zum erneuten Vlog. Das ist mein vorletztes Heimspiel auf jeden Fall. Ich bin noch mal auf jeden Fall im Auswärts gegen Stuttgart dabei und Auswärts gegen Hoffenheim dabei und noch gegen Frankfurt im Stadion. Und an dieser Stelle, wir sehen uns nächste Woche beim neuen Vlog. Ciao, ciao.